Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, die Einstellung auf die Folgen des Klimawandels und die größtmögliche Verlangsamung und Vermeidung davon ist wahrscheinlich die größte Herausforderung des 21. Jahrhunderts. Und ich bin deshalb der FDP dankbar, dass wir hier über einen Teilaspekt Carbon Capture and Storage und Carbon Capture and Use sprechen. In beiden Fällen wird CO2 aus der Atmosphäre oder einer Pumpquelle wie einem Zementwerk entnommen und anschließend entweder gelagert, CCS, oder genutzt, CCU. Und natürlich ist es logisch, dass die Entnahme aus der Atmosphäre, in der 0,04% CO2 ist, deutlich mehr Energie kostet und deutlich teurer ist als aus einer Pumpquelle, wo ich 50, 60, 70% CO2 habe. Und deshalb kosten in den heutigen Versuchsanlagen die Entnahme aus der Atmosphäre, auch Direct Air Capture genannt, 1.000 Euro je Tonne. Und die anderen Anlagen aus Pumpquellen werden jetzt geplant mit 120 bis 140 Euro je Tonne. Und es wird auch zukünftig so sein, egal wie gut wir sind, einzelne Prozesse wie die Herstellung von Zement, Stromerzeugung bei Dunkelflaute oder Fliegen werden auch zukünftig im Prozessschritt CO2 verursachen. Und nur wenn wir das dann abfangen und abscheiden oder wenn wir die entsprechende Menge aus der Atmosphäre rausnehmen, werden wir tatsächlich netto klimaneutral werden. Und wer sich die Berichte des Weltklimarates tatsächlich durchliest, stellt fest, das Ganze setzt voraus, dass wir im Jahr 2040 damit beginnen, massiv CO2 der Atmosphäre zu entnehmen. Und im Jahr 2050 sind es dann 10 Milliarden Tonnen pro Jahr. So, und wenn wir das dann erreichen wollen, dann müssen wir heute damit anfangen, diese Technologie zu entwickeln. Und deshalb ist die Strategie vermeiden, reduzieren und dann versenken von der Wertigkeit her richtig, aber nicht vom zeitlichen Ablauf. Es wäre fahrlässig, wenn wir jetzt warten, bis wir im Jahr 2040 möglichst viel vermieden haben und uns dann überlegen, wie das mit dem Versenken überhaupt funktioniert. Und jetzt haben wir eben gehört, und das stimmt, was die Kollegin gesagt haben, wir waren neulich in Tübingen bei ganz modernen Verfahren, technische Photosynthese. Wir sind in Baden-Württemberg in Forschung und Entwicklung der einzelnen Verfahrensschritte weltweit mitführend. Entwickelt werden die Dinge aber woanders. Das ist die USA, wo die ersten Versuchsanlagen stehen, Kanada oder auch Belgien plant es jetzt. Und deshalb stellt sich die Frage, wer tut denn eigentlich was? Und die Landesregierung, unsere Umweltministerin, aber auch die anderen Ministerinnen und Minister machen beim Bund Druck dafür, dass hier endlich die Grundlagen geschaffen werden, um CCS anwenden zu können. Was braucht man denn dazu? Gesetzliche Vorgaben. Der Bundeswirtschaftsminister erklärt in Norwegen, wie toll CCS ist, vergisst aber zu sagen, dass er im Inland immer noch nicht die Gesetze einbringt, damit es bei uns möglich ist. Dann brauchen wir Verträge. Wir haben das gerade bei unserer Ausschussreise gelernt, Herr Kollege. Und wir brauchen die Infrastruktur. Da macht das Land einiges. Aber wer ist denn wirklich verantwortlich? Internationale Verträge macht weder das Landesparlament von Baden-Württemberg im Normalfall noch der Gemeinderat von Bammental, sondern die Bundesregierung. Bundesgesetze auch. Und jetzt habe ich mal nachgeguckt, das mag Ihnen ja peinlich sein, aber Sie sind wirklich Teil dieser Bundesregierung. Das heißt, Sie müssen jetzt nicht das Land auffordern und die Landesregierung etwas zu tun, was die Landesregierung schon lange tut, sondern Sie müssen die Bundesregierung auffordern, das zu tun, was die Bundesregierung eben noch nicht tut. Und deshalb wäre es doch gut, Sie brüsten sich auch damit immer, dass Sie gute Beziehungen nach Berlin haben, wenn sich dort jetzt etwas bewegt, damit wir mit der Technologie, die wir hier entwickelt haben und mit den Ansätzen, die wir schon haben, und Sie sehen das ja im Sektorzielgutachten, dass das schon vorgesehen ist, dass wir damit vorankommen können. Und zu guter Letzt noch etwas zu den Vorgaben der EU. Die meisten EU-Rechtsverordnungen sind gegen der landläufigen Meinung nicht schlecht gemeint. Und viele der Ansätze sind sehr sinnvoll. Aber manchmal wird eben überzogen. Und was bedeutet das? Das Zementwerk bei uns, bei Schwenk Zement, die bereit wären, eine Abscheideanlage zu bauen,
Die müssen 160 Millionen Euro oder mehr investieren. Und das machen die doch nur, wenn sie dann wissen, was mit dem CO2 passiert. Und da die Leitung nicht zeitgerecht fertig sein könnte, das weiß man heute eben nicht, müssten sie das CO2 dann verwenden, zum Beispiel für synthetisches Flugbenzin. Und es geht ab einem gewissen Jahr nicht mehr. Und das bedeutet denn was? Das CO2 dort geht weiterhin in der Atmosphäre. Synthetisches Flugbenzin wird nicht in Stuttgart verwendet, sondern irgendwo in Amerika. Und die Technologie wird auch dort entwickelt. Und was bedeutet es, wenn wir tatsächlich 2040 netto klimaneutral sein werden? Die Technologie, mit der man arbeitet, ist durch den Inflation Reduction Act gefördert in Amerika. Und deshalb kommt es darauf an, dass Deutschland und Europa jetzt die Weichen stellt, damit die Technologie entwickelt werden kann und die viel zu formalen Anforderungen erst dann greifen, wenn die neue Technologie und auch erneuerbare Energien deutlich mehr existieren als heute. Und bitte kommen Sie zum Schluss. Ein letzter Satz dazu. Bei der EU steht nächstes Jahr eine Wahl an. Schauen Sie sich die Abstimmungsergebnisse an. Sie sehen das, wer wie gestimmt hat. Und dann wissen Sie, wenn Sie die EVP wählen, können Sie nachher Dinge tatsächlich umsetzen. Und bei anderen steht Ideologie im Vordergrund. Dankeschön.